Ja, hallo, ich grüße euch mal wieder zu einem Bastelvideo. Ja, eigentlich wollte ich dieses Wochenende die blaue S36 von Roco fertig machen. Da hatte ich ja die Ersatzteile bestellt, wegen dem gebrochenen Lichtleiter und so weiter und so fort. Hatte da auch Sendungsbenachrichtigungen bekommen und von GLS auch eine Zustellbenachrichtigung bekommen. Ja, nur leider ist das Paket, was bei mir angeblich abgelegt wurde, nirgends zu finden. Das heißt, ja, Päckchen weg, Ersatzteile weg, Umbau erstmal in weite Ferne gerutscht. Ne, GLS habe ich informiert, den Versender, sprich Roco selbst, habe ich informiert, dass da das Päckchen weg ist. Ja, bin gespannt, was daraus wird. Ich lasse mich überraschen. Bis jetzt, wie gesagt, ist nichts passiert, war ja auch erst gestern, dass das nicht angekommen ist. Nee, sprich vorgestern war das jetzt schon. Und naja, jetzt warte ich auf die Dinge, die da kommen. Ja, diesen kleinen Umstand nehme ich mal zum Anlass, mich diesem Schätzchen hier mal zuzuwenden. Na, LGB 2095 2. Na, wie gesagt, die steht schon länger hier rum. Die sollen Decoder bekommen. Hatte ich bis jetzt noch keine Zeit zu und auch keine Lust zu. Aber jetzt habe ich mal Lust dazu, mich an den dicken Brummer ranzuwagen. Was heißt ranzuwagen? Da einen Decoder reinzumachen. Ne? Habe ich ja noch einen übrig von der 2085. Da war ja ein ESO XL35 drin. Und der soll jetzt in dieses Kästchen hier rein. Ne? Ja, das ist ja im Prinzip ja, ein dicker, fetter Klumpen, dicker, fetter roter Brotkasten mit Rädern. Ne? Kann man mal so sagen. Ja. Wie gesagt, da soll Decoder rein. Heißt, das Ding muss ich erstmal aufmachen. Das Gerät ist hier unten verschraubt. Da gehe ich mal dran. Mache da mal die Schrauben ab. In der Hoffnung, dass ich dann das Gerät relativ einfach auseinandernehmen kann. Ne? So. LGB sind die Schrauben halt ein bisschen größer, ein bisschen fetter. Aber das scheint schon zu gehen hier. Jetzt ein kleines Schraubenkästchen bereitlegen. Sekunde. Mach ich dann mal die ganze Blumenmatsche. Na ja, mal weiter hier. So. Die vier Schrauben sind draußen. Ja, sollte der Koffer normalerweise aufgehen. Schauen wir mal. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Vorne sind glaube ich mal die Bremsschläuche dran, die muss ich abziehen. So. Ja, und dann geht der Deckel da schon ab, ne? Ja, das ist relativ einfach zu machen. Wie wir sehen, sehen wir nichts, ne? Riesengroßes Vakuum, sprich Luft ist da drin in dem Apparat. Kommt da zum Vorschein. Schraube, wo kommt die her? Ach, die ist da abgekommen. Okay. So, den Deckel mache ich erstmal beiseite. Also, das Innenleben sieht sehr interessant aus. Wie gesagt, da ist noch Schraube abgegangen. Ah, die wird's geil. Ja, was sehen wir hier? Erstmal viele Leiterbahnen für die Stromversorgung der Laterne. Lokführer ist da drin. Ja, ansonsten dicke, fette Gewichtsblöcke sehen wir hier. Ja, jetzt geht es darum, das Ding weiter zu zerlegen. Ich brauche jetzt, wie gesagt, erstmal ein Schraubenkästchen hier. So, ich werde erstmal diese Gewichte hier entfernen. Mal sehen, ob das überhaupt nötig ist.
Ich mich mal überraschen. Wahrscheinlich nicht. Und da liegt einfach nur so da drinnen der Klumpen, denke ich mal. Ja, das ist einfach nur so ein Klotz, der liegt da drinnen. Das kann ich auch gleich wieder dran machen. Also, das kann man sich sparen. Ist halt nur ein Gewichtsklotz, ne? Okay, geht der wieder da drin. Okay. Gut, dann geht es weiter. Ich muss ja, wie gesagt, dann jetzt primär an die Drehgestelle da unten dran. Weil da ist ja Stromabnahme, Motor, ist ja alles in diesen Drehgestellen drin. Muss ich gucken, dass ich die rausmache. Ja, das wird interessant. Gehalten werden die jeweils hier von einer Schraube. Zweimal, das ist schon draußen hier. Okay, da ist eine Metallscheibe. Da ist keine Metallscheibe. Okay, was ist hier los? Ach, da oben. Ach ne, die ist da hingefallen. Na, zwischen den Drehgestellen liegt hier so eine Metallscheibe. So, dann geht hier schon mal das Licht nach oben für die Beleuchtung. Ich zwick das gerade erstmal ab. So. Und das hier werde ich jetzt erstmal nicht gebrauchen. Das ist ein riesen Rahmenklotz. Ne? Das mache ich erstmal beiseite. Weil im Prinzip geht es ja darum, hier die Drehgestelle zu zerlegen. Sind das irgendwie 1, 2? Egal, muss ich mir mal beschriften. Eins, zwei. Okay. Eins, zwei. Upsi. So, das heißt, die Dinger muss man auseinandernehmen. Zweck Stromabnahme und Trennung von Motor vom Strom. Ja, muss ich gucken, wie die auseinandergehen. Alte Schlabuppe. Hier geht der ganze Mist ab. Ach, das ist schon. So, ich denke mal, ich muss hier die Pleuelstangen abschrauben, damit ich dann hier den Koffer rauskriege, sprich den Motor. Ach du leck mich fett, ey. Das wird ja interessant. Okay, jetzt sollte das da abgehen. Tut es auch. So, jetzt hat man hier den Motorklumpen. Den werde ich auch zerlegen müssen. Ach, scheiße, ey. Das war ein bisschen zu schnell. Alte Schlagumpe, vorsichtig. Ach du Scheiße, da fällt mir gleich alles raus. Die ganzen Räder und Federn gehen da raus. Ei, Schande, ey. Ja, so schnell sollte es ja noch nicht gehen. Na gut, okay. Da habe ich dann etwas geschlafen. Gut. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Die Räder. So. Und jetzt geht es darum, die Kiste hier auseinander zu machen. Haben wir da zwei Schrauben. Heide Schlabuppel, ey. So. Da, nicht zwei Schrauben, da sind zwei und da sind zwei, also insgesamt vier Schrauben. Ne? So, die Schrauben sind ab. Jetzt sollte das eigentlich auseinandergehen hier, dieses Teil, sodass man da an den Motor dran kommt. Ne? Jo. Jetzt geht das los hier. So, was sieht man hier? Einmal den dicken Motor und dann hier die Motorkontakte. Ne? Da ist hier einmal an so einem Kupferblech hier unten, liegt der Motor direkt an.
Und dann hat man hier dieses andere Kupferblech hier, das da, das liegt auch an der Motorlasche dran. Das muss natürlich weg, ne, weil die Stromabnahmen dürfen ja nicht direkt zum Motor laufen. Ne? Das heißt, das muss ich da rausmachen, sprich abmachen. Der Motor, der liegt da drin, upsala, schwuppdich. So, der kommt da raus. Wie gesagt, da muss ich dieses Kupfer, diese Lasche muss ich abmachen hier. Gucken, dass ich das rausnehmen kann, das ganze Kupferding hier. Ich sage als Kupfer, das ist Messing, ne? Also Kupfer gleich Messing. Ja, das wird da nicht rausgehen, das hängt da drin, das ist nicht kein Problem. Ich zwick das hier einfach raus. Sprich, das muss weg. Nehme ich mal einen kleinen Trennschleifer hier. So, die Lasche wäre ab. Jetzt können wir wieder runterbiegen. Ja, ein bisschen den Schleifstaub da entfernen. So, das Ganze muss ich auf der anderen Seite natürlich auch machen, ne? Ist klar. So, da drinnen nicht, das ist vorne, dann ist das rechts und das ist links, ne? So, hier müssen jetzt natürlich die Kabel dran. Grau und Orange. Da nehme ich hier 014er Litze. Na, da kann man mit dem H0-Kabel kann man da nichts machen. Kommt man nicht weit mit. So, ich mache das Ganze lieber ein bisschen länger als zu kurz. So, ich habe die Kabel hier angelötet an dem Motor. Jetzt muss ich die Kabel natürlich irgendwie aus dem Gehäuse rausführen. Ich lasse die jetzt hier oben lang laufen. Hier ist so ein kleiner Spalt. Da passen die hoffentlich rein. Man darf sie hier nicht auf diesen Steg auflegen, weil da kommt dann die andere Gehäusehälfte und drückt dann hier drauf. Dann verklemmt man die Kabel. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass das Ganze dann vernünftig zugeht, ohne dass man die Kabel einquetscht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Probier das mal gerade. Jo. Ja, das Ganze geht bündig zu. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ich denke, jetzt werde ich den Koffer hier verschrauben. Ja. Dann sollte das auch nicht funktionieren. Gerade noch mal was schauen mit diesen Wellen hier. Das wird dann nur verschraubt. So, also werde ich den Koffer wieder zusammenschrauben. Ich hoffe, ich habe da nichts vergessen. So, kräftig mit Gefühl allerdings anziehen. Ja. Nicht, dass man die Gewinde überdreht, das wäre dann super ärgerlich. Dass man sich da nichts kaputt macht. Ne. Okay, das Ding wäre zu.
Jetzt könnte ich ja schon mal einen kleinen Funktionstest machen, ob der Motor noch funktioniert. Weil mit Strom sollte das Ding ja jetzt laufen normalerweise, ne? Ja, als Apparat fährt, ne? Könnt ihr sehen und hören. Das funktioniert schon mal, das ist schon mal super. Gut, dann kann ich den ganzen Apparat wieder zusammenbauen. So, das heißt, hier muss ich jetzt aufpassen, die müssen die Schleifer rein. Wir müssen gucken, dass ich nichts falsch mache hier. Das da, das da, dann das Rad. Das wird schon kriminell, das sehe ich jetzt schon. Das ist ja dann außen da drauf, ne? Scheiße. So, heißt Schleifer rein, Rad drauf. In der Hoffnung, dass das Rad nicht abhaut. Meine Witzka, ey. So, 1, 2, den Koffer rumgedreht. Da sieht man schon den Schleifkohlen, das Ding ist kaum benutzt. Ne? Das ist alles Picobello, noch dicke fette Teile da drauf. So, das wäre schon mal drauf. Das ist schon mal gut. Da, wo die Lötpunkte waren, war vorne. Also kommt das Ding jetzt so da rein hier, ne? Mache ich denn die Kabel lieber hinten oder vorne hin? Ja, lass mal da durchlaufen. So, dann kommt der Koffer da oben drauf. Warte gerade mal, was überlegen. Ja. Ja, du hast ein bisschen Platz für die Kabel, das ist schon mal ganz gut. Ich will das nicht scheuern. So, und jetzt muss man die Bläulstangen aber da drauf machen, ne? Das funktioniert nicht, das sehe ich dann jetzt schon. Scheiße. So,
So, ich bin jetzt hier gerade an dem anderen Drehgestell. Ich habe hier oben jetzt mal ein Loch reingebohrt, um da die Kabel rauszuführen. Das ist, glaube ich, besser als da hinten, weil man da näher am Drehpunkt des Drehgestells ist. Das könnte sich als besser erweisen. Naja, kleines Loch gebohrt, Kabel durchfädeln und dann das Ding da drauf, ne? Gut. Und die Bräulstangen wieder aufsetzen. Nur beim Reinstecken der Bräulstangen muss man mal gucken, die haben halt hier so eine abgeflachte Seite. Ne? Das muss dann da bei den Rädern entsprechend reinpassen. Ich muss ein bisschen hin und her drehen. Fluppt das irgendwann da rein und dann kann man es anschrauben. So, nachdem man alles zusammengebaut hat, sollte das Ganze leicht, was heißt halbwegs leicht, auf jeden Fall noch von Hand drehbar sein. Da sollte nichts klemmen, ne? Gut, ich mache nochmal einen Funktionstest mit der Batterie. Das Ding läuft, ne? Einwandfrei. So soll das sein. Prima. Wunderbar. Ja, das andere ist auch nochmal hier. Das läuft auch noch. Hoffe ich doch. Funktioniert auch, ne? Gut, das ist dann schon mal soweit fertig hier mit den Drehgestellen. Ne? Die sind schon mal soweit fertig, das ist gut. Die kann ich dann im Prinzip wieder hier in den Rahmen dann integrieren, sprich einbauen. So, jetzt habe ich nur hier, wie gesagt, das mit dem Kabelkram. Ja, und da muss ich ja irgendwo dann hier hochkommen. Ne? Das heißt, ich werde jetzt hier neben diesem Loch ein Loch bohren. Wo dann das Kabelzeug hochkommt, ne? So, machen wir mal. Einmal. Zweimal. Okay. So, hier beim Zusammenbau darf man natürlich jetzt hier diese Messingscheiben nicht vergessen, die da drunter waren. Dann dementsprechend halt hier die Schrauben. Ne? Ja, gucken, ob das funktioniert. So. So, das erste Drehgestell ist da drin. Weiß ich mal, jetzt hier die Schraube fest. Das funktioniert ganz gut. Das zweite. Ja, ich bin doof. Ja, es war natürlich eine Runde zu schnell. Ich muss hier noch Stromabnahmekabel dran machen, nicht Depp. Ja, das geht natürlich so nicht. Ne? Jo. Ja. Da brauche ich Schwarz und Rot, was ich nicht habe. Ne? Scheiße. Hier vorne, wo jetzt die Lichtkabel dran waren. Da habe ich jetzt die Stromabnahmen dran gemacht. Ne? Das Ganze führe ich dann hier vorne. Ja, könnt ihr nicht sehen. Jetzt durch das Loch
wo die Stromabnahme, Quatsch, wo die Lampen durchgelaufen sind. Ne? Dann mache ich das Ganze jetzt nach oben. Na. So, damit kann ich jetzt auch das Drehgestell festschrauben. Muss ich bei der anderen Seite auch noch eine Stromabnahme dran machen. Das hatte ich eben vergessen, schlauerweise. Peinlich. Ja, da war ich eine Runde zu schnell, ne? Ja, das bewegt sich, dann das Spiel, das funktioniert. So, das heißt, so, der schwierigste Teil der ganzen Digitalisierung ist erledigt. Das heißt, Stromabnahmen und Motoren sind jetzt getrennt. Ne? Das ist schon mal sehr gut. Ja, das ist immer das Schwierigste bei so alten LGB-Modellen, ne? Dass man da an den Motor unten dran muss, sprich ans Getriebe, das öffnen muss. Ja, wenn man das ein, zweimal gemacht hat, dann geht das eigentlich aus, ist auch nicht ganz so wild. Kann man das gut lösen, das Problem, das da unten alles so reinzukriegen, wie das soll. Ne? Gut. Leitungen sind da. Ja, den ganzen Quatschkram kann ich hier abmachen. Das brauche ich nicht. Ja, da ist der Sounddecoder, der da rein soll. Ne? Wie gesagt, das ist ein alter ESO XL35. Den mache ich da rein und dann ist das Ding fertig. Ey. Gucken, wie, wo ich den festmache. Irgendwo hier in der Mitte. Der Platz ist ja mehr als reichlich. Lautsprecher muss ich mal schauen, was ich da noch da habe. Decoder wird jetzt hier, oder was heißt wird, dann habe ich festgeschraubt, das zwei Styrodurklötzchen und die klebe ich jetzt hier mit Sekundenkleber auf dem Gewicht fest. Ja, und dann habe ich den Decoder auch schon fixiert, ne? So, eigentlich sollte das halten. Normal klebt der Sekundenkleber recht gut. Zumindest Metall und anderen CSA. Das ist natürlich nicht, das löst er auf der Sauhunde. Oh, ja, schauen wir mal. Okay. So, als nächstes geht es jetzt darum, die Kabel da dran zu machen. Fange erstmal mit den Stromabnahmen an.
So, das kann jetzt da dran, das Kabelzeug. Einmal Schiene links, ne, das schwarze Kabel. So, jetzt teste ich nochmal die Motoren. Die müssen ja in die gleiche Richtung laufen. Ne? Ob ich das jetzt so angeschlossen habe. Ja, jetzt hast du in die richtige Richtung gefahren. Also der fährt also bei Orange Plus, fährt der schon mal in die Richtung. So, mal gucken, wo der hin fährt. Wahrscheinlich genau in die andere Richtung, ne? Ja, der wird auch in die Richtung. Also kann ich Orange auf Orange machen. Und Grau auf Grau, das funktioniert. Nur die Vivi, der kleine Inspektor, ist angekommen. Mal so ein bisschen schauen, was ich hier treibe. Ja, ich habe das Modell. Moment. Also, ich habe jetzt hier die 2095 mal auf dem Gleis gestellt. Habe das Ganze angeschlossen. An den Lokprogrammer hier. Und nur mal zum Testen, ob das Ding fährt, sprich funktioniert. Also, gucken wir mal. Also der Apparat bewegt sich, ne? Also das Ding fährt. Das ist schon mal gut. Ja, soweit erstmal der Stand bis hier. Jetzt mache ich erstmal eine Pause. Geht dann später weiter. Ich bin jetzt gerade dabei, hier das Licht vorzubereiten für die 2095. Ich habe andauernd überlegt, wie ich das mache. Bei anderen LGB-Modellen ist das ja oftmals so, dass direkt in den Laternen Glühbirnen stecken mit Fassungen. Und da kann man sonst immer schön LEDs reinstecken. Ne? Naja, wie gesagt, ich bin ja an dem Lichtleiter und bohre jetzt da von hinten Löcher rein, um dann eine 3 mm LED da reinzustecken. Ne? Das gibt ein halbwegs schönes Lichtbild. Der eine Lichtleiter ist schon fertig, jetzt mache ich gerade den anderen auch noch fertig. So, der erste Lichtleiter ist fertig. Die LEDs habe ich da eingesteckt, verlötet. Die Beinchen hatte ich ein bisschen länger gelassen von den LEDs. Da kann ich die nämlich mit dem Klebeband hier fixieren und brauche die LEDs nicht direkt in den Lichtleiter einkleben. Das hält so wunderbar. Sage ich mal ganz kurz das Ergebnis. Das ist ein relativ schönes Lichtbild. Schön warm. Sieht auch ziemlich gleichmäßig aus. Also so ist das da ganz ordentlich. Ja, prima. Seite 1 fertig. Ne, Kabel laufen oben lang. Die kann ich dann am Dach lang führen. Ins Gehäuse rein. Ja, prima. Genauso mache ich jetzt den zweiten auch fertig. Und dann kann ich euch das zeigen, wenn das alles erledigt ist. Ja, beim Einsetzen des Führerstandes wird es ein bisschen schwierig, weil ich ja diese Kabel auf den Lichtleiter geklebt habe. Ne? Deshalb habe ich den jetzt hier so ein bisschen ausgefräst, damit das Loch ein bisschen größer ist. Dann passt das Ding besser da rein. Ne?
Die Lok hat jetzt auch nur auf der Hinterseite ein rotes Licht bekommen. Na, auf der Vorderseite gibt es kein rotes Licht. Ich habe dann hier an diesen Kasten da ein Loch reingebohrt, damit ich da die Kabel durchführen kann. Ne? Ja, ich mal gucken, dass ich den Licht da wieder da einsetze. Jetzt erstmal die Kabel da durchziehe. Also jetzt kommt hier der Führerstand wieder da rein. Ich hoffe, der passt jetzt ein bisschen besser als der andere. Also mit dem Aussägen, das ist schon mal eine gute Sache. Da geht der Scheiß der wenigstens da rein. Gut. Ich fixiere das Ganze mit einem kleinen Tröpfchen Sekundenkleber, damit der nicht so da drin rumschwabbelt. So, ne? Führerstand drin, Lichtleiter drin, sehr schön. Passt. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da drinnen die Kabel verlege. Ich baue mir da auf jeden Fall einen Stecker nach unten, das ist klar. Führerstand 1 mache ich auf jeden Fall auch noch eine Innenraumbeleuchtung rein. So, was habe ich inzwischen gemacht? Ich habe hier nochmal eine Führerstandsbeleuchtung eingebaut. Das ist ein LED-Strip mit drei LEDs, warmweiß. Ne? Die Kabel laufen dann da durch. Dann habe ich hier eine Motorraumbeleuchtung eingebaut. Das ist auch ein LED-Strip und vorne auch nochmal eine Führerstandsbeleuchtung. So, alle Kabel treffen sich jetzt hier in dem Innenraum. Dazu habe ich mir eine Platine angefertigt mit entsprechenden Widerständen. Die drei hellgrünen hier, das ist ein 1 Kilo Ohm Widerstand für weiß vorne, weiß hinten, rot hinten. Und dann die anderen drei ist halt 2 Kilo Ohm Führerstand 1, Führerstand 2 und Motorraumbeleuchtung. Ne? Da werde ich jetzt halt die Kabel, die hier liegen, anlöten und dann auf der anderen Seite ein Kabel, was dann nach unten geht, anlöten. Ne? Und die Platine klebe ich dann halt in den Deckel, sprich ins Dach rein. Das mache ich als nächstes. Wenn das fertig ist, zeige ich euch das wieder. Ja, ich grüße euch. Hier sieht es wieder chaotisch aus. Ich weiß, heute war mal wieder ein guter Tag. Ja, erste gute Nachricht. Mein vermisstes Päckchen von Rocco ist gekommen. Heißt, hier sind die bestellten Sachen drin, die ich für die S36 brauche, ne? Lichtleiter und Leiter und was weiß ich, was alles in Kram, was ich da bestellt habe. Ich hoffe, das ist auch das Richtige da drin, ey. Ich glaube, Moment. Ich muss das gerade mal aufmachen, ey. Ich fürchte Schreckliches, ey. Mach doch ein Stück Lichtleiter und Fenster. So, ich gucke gerade mal. Aha. Das ist also das Kästchen und das Set. Lichtleiter und Fenster, das ist schon mal gut. Dann hatte ich hier eine Laterne bestellt, warum auch immer, keine Ahnung, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und dann habe bestellt, ach so, das ist so ein Schornsteinaufsatz, ne? Der fehlte mir bei meiner Trix S36. So, und hier ist dann nochmal dieser Leiternkram für den Tender. Und dann habe ich mir noch zwei Sets Lokführer bestellt, damit da die Püppchen da rein können. Ne? So, das heißt, das Rocco-Zeug ist schon mal da. Fraglich ist natürlich immer noch, warum wurde das am 22.06. als zugestellt übermittelt oder mitgeteilt und es kam erst heute. Ne? Naja, was soll's. Ich habe auf jeden Fall GLS und Rocco informiert gerade, dass das angekommen ist. Ja, dann habe ich noch weiterbekommen. Hier neue Kabel. Weil für die LGB, da fehlten mir hier schwarze und rote Litze, ne, in 014. Da habe ich mir gleich graue nochmal bestellt. Die fehlte auch, war nicht mehr so viel da. Habe ich bestellt bei Sabene Modellbau im eBay. Ne? Da gibt es das Zeug. Habe ich das gekauft. Ja, das ist das hier. Das ist schon mal gut. Ja, dann kam auch der
Visaton-Lautsprecher, der in die 2095 rein soll. Na, 8 Ohm und 4x7 cm groß. Der Koffer, der sollte auch nicht zerrippen, ne? Ja, das passt, habe ich gerade getestet, funktioniert. Also der passt schon mal da rein. Ja, und dann kam auch noch von Fleischmann hier nochmal eine 24. Ne? Ich habe zwar schon eine Fleischmann 24, aber mit Wagner Windleitblechen, das ist mit Witte hier, die habe ich noch nicht. Da habe ich mir auch nochmal eine geschossen. Was ist denn das für eine Seriennummer? Oder? Das Nummer ist das die da, ne, die 95 41 42, also bedingt durch die 95, die da vorne vorsteht, ist die nicht so ganz so super alt, weil die alten Modelle haben nur die vierstellige Zahl. Ne? Das heißt, die kommt dann demnächst auch auf den Basteltisch. Ah, so, jetzt werde ich aber endlich erstmal hier meine 2095 fertig machen. Da hat er ja, wie gesagt, der Lautsprecher gefehlt. Ich muss die Kabel beiseite packen. Kiste zurück. Ich brauche eine Lautsprecherkabel, brauche ich auch noch. Ne? Ich hatte ja noch da ein Stück Litze übrig. So, also der Lautsprecher kommt dann da rein, da ist das Kabel dafür. Ich weiß gar nicht, was ich im letzten Video alles noch gezeigt hatte. Ich glaube, ich habe gezeigt, dass der Lautsprecher da rein soll, dass die Gewichte dann so da drauf sollen. Das hatte ich, glaube ich, schon gezeigt. Ne? Die muss ich gleich nochmal wahrscheinlich ein bisschen sauber machen, schleifen. Was habe ich noch gemacht? Ich hatte ja hier die Stromabnahmekabel, die liefen ja vorne und hinten hier durch diese Löcher hoch. Und da hatte ich ja hier Leitungen langgelegt durch die Schrumpfschläuche und habe das dann hier zusammengeführt. Na, das wisst ihr ja, glaube ich, noch. Ja, jetzt habe ich das anders gemacht. Wir haben ja hier diese wunderbaren Messingleiterbahnen drin. So habe ich auf jeder Seite die Stromabnahme hier hochlaufen lassen und habe das hier an diese Messingleiterbahnen oder Schienen angelötet. Ja, einmal da und einmal da. Ja, und dann habe ich hier in der Mitte entsprechend das Kabel angelötet, was dann weitergeht zum Decoder. Ne? Dadurch spare ich mir hier dieses Kabel, was hier lang läuft. Läuft das über diese Messingschienen, kann ich die halt auch weiter benutzen. Ja, das ist so die Idee gewesen, das wird schon funktionieren. Getestet habe ich es noch nicht, aber warum soll das nicht funktionieren? Ne? So, nächste Aktion ist jetzt hier, wie gesagt, den Lautsprecher da rein zu friggeln. Ja. Das Ding kommt dann folglich da unten rein. Passt wunderbar. Ne? So wie das soll. Seht ihr, passt da wunderbar da unten rein, der Kollege. Da werde ich jetzt natürlich in den Boden Löcher reinbohren, damit der Sound auch da raus kann. Ne? Sonst macht das ja alles relativ wenig bis gar keinen Sinn. Muss nur mal überlegen, wie ich den festmache. Ob ich den verschraube oder verklebe oder einfach nur reindrücke, das weiß ich noch nicht so genau. Muss ich gerade mal drüber nachdenken, wie ich das mache. Puh. Schauen wir mal. Ich überlege gerade mal, dann gucken wir gleich weiter. So, ich habe jetzt hier unten vier Löcher gebohrt, um den Lautsprecher zu befestigen. Und da haben wir einen Schweizer Käse produziert, damit halt der Schall so ein bisschen besser nach außen dringen kann. Ne? Heißt, der Kollege Lautsprecher kommt dann so da rein. Wird verschraubt und hoffentlich funktioniert er da so, wie das soll. Ne? Ja, so ist das zumindest geplant. Ich gerade mal schauen, ob ich die Schrauben so da reinkriege. Ich muss mal gucken, wie rum ich es mache. Naja, die Schrauben gucken halt sehr weit raus, dann mache ich es andersrum. Mache ich die Schrauben von unten nach oben rein. Sieht dann besser aus. Gut, mach das gerade. So, ich bin jetzt gerade dabei, den Lautsprecher zu verschrauben. Die meisten Schrauben sind noch da schön schon da drin.
So, Schwierigkeit ist ja die zweite Mutter jetzt. Also ich mache da eine Kontermutter oben drauf. So, wie mache ich das? Setze mir die hier auf den Schraubendreher, die zweite Mutter. Gehe jetzt mit der Schraubenzieherspitze unten auf die Schraube drauf. Dann kann die Mutter runterrutschen. Sitzt dann auf der Schraube und dann kann ich mit dem zweiten Schraubendreher sie aufs Gewinde aufsetzen, beziehungsweise aufdrehen. Ja, ich weiß nicht, so, das heißt, die ist jetzt da drauf. Und jetzt kann ich sie festmachen. Na, man kommt halt da relativ schlecht da dran, da unten. Aber ich nehme da eine Zange. Nuss, ja, müssen wir mal gucken, geht auch mit einer Nuss natürlich. Die Augen herumfliegen, Nusskästchen. So, zack. Ja, ich will mir doch gerade mal ein Nusskästchen hier. Wird das vielleicht ein bisschen leichter. Okay, zweite Nuss. Schraubendreher aufwählen, ne? Schrauben sie auf die Schraube aufstellen, Schraube runtersausen lassen und dann die ersten ein, zwei Umdrehungen hier mit dem Schraubendreher machen. So, jetzt ist sie drauf. Kommen wieder die kleine Nuss hier, die Verlängerung. So, das Ganze hält hoffentlich. Ja, ist auf jeden Fall der Lautsprecher da unten verschraubt. Gut. Jetzt kann das weitergehen hier. Weil jetzt muss ja letztendlich der Decoder da rein mit den Gewichten, ne? Ach nee, ich wollte ja hier noch eine Platte reinmachen. Um den Raum so ein bisschen als Schallkörper abzugrenzen. Ich gerade mal was schauen. Na, hier habe ich nur eine was weiß ich, Styroplatte. Die muss ich jetzt darin machen. So, ich habe jetzt die Kabel da dran gelötet, mir eine Platte zurechtgeschnitten, die kommt dann so dazwischen. Ja, dann hoffe ich, dass das Ganze funktioniert als Schallkapsel, ne? Ja, schauen wir mal. Ja, das passt auch ganz gut. Ich mich hier ein bisschen vermessen. Aber egal, wird schon funktionieren. So, da kommt jetzt ein Streifen doppelseitiges Klebeband drauf zum Isolieren. Ach, nicht zum Isolieren, zum Festmachen halt, ne?
So, Deckel drauf, Deckel zu. So, das Ding ist zu. Das werde ich jetzt nochmal mit dem Klebeband verkleben, damit das dann da auch zu ist. So. So, das Ding ist verklebt jetzt hier. Bin halt auch kein Schallexperte, aber ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das hier denke. Ist halt jetzt ein relativ gut geschlossener Raum, ne? So, jetzt kommen dann, wie gesagt, hier die Gewichte wieder da drauf. So, das Ding ist wieder dran geklebt. Jetzt kann ich da schon mal die Leitungen anschließen. Das mache ich gerade mal fertig und dann zeige ich euch das, wenn das hier fertig ist. Ne? So, Lautsprecher ist schon mal angeschlossen. Ja, jetzt kommen wir hier Motor Plus, Motor Minus. Ne? So, ich habe jetzt hier alle Leitungen angeschlossen. Auf der Seite sind die Stromabnahmen, Motoranschlüsse, Lautsprecher. Und hier hinten ist halt Licht hinten, Licht vorne, AUX 1 bis 4 und dann halt nochmal U+. Ne? Das Ganze läuft ja dann hier über den Stecker, oben in den Lokkasten. Ja, und dann ist der ganze Krempel jetzt eigentlich fertig. Ne? Deckel drauf und hoffentlich glücklich sein, sage ich mal dazu. Gucken, ob das funktioniert. Ich will noch mal den Sekundenkleber ein bisschen ablüften lassen, damit mir die Scheiben nicht beschlagen. Ja, und dann ist das Projekt erstmal soweit fertig. Ne? Muss ich das noch programmieren und hoffen, dass das funktioniert. Fällt mir gerade ein, falls jemand den Lautsprecher braucht, das ist der SC4.7, das heißt 4 cm breit, 7 cm lang, Ausführung ND und das ist halt hier die 8 Ohm Version. Ne? Ja, so sieht das Ding aus. Visatoren, ne? Kostet, ich glaube, 5,99 € habe ich bezahlt. Bestellt bei eBay. Jo, gut, das dazu. Ja. Das sieht doch alles ganz gut aus hier. Hoffe ich, dass das funktioniert. So, ich habe jetzt den Koffer hier auf dem Programmiergleis. Ja, das ist halt mit dem ESO-Lock-Programm ein bisschen schlechter, die Gartenbahn-Loks zu programmieren. Das heißt, programmieren geht schon. Aber das Testen ist ein bisschen schwierig, weil die Viecher halt ein bisschen mehr Strom ziehen, als dieser kleine Lokprogrammerkasten da verkraftet. Ne? Deshalb ist jetzt hier mit Lichtfunktion, kann ich euch zeigen, Fahren und Sounds, das ist problematisch. Da steigt das Gerät halt regelmäßig aus. Ne? Also ich mache mal die Laterne aus. Das Ding steht jetzt auch vorwärts, das ist jetzt erstmal Fahrlicht vorne. Ich denke mal, das sieht schon mal ziemlich gut aus. Das gefällt mir. Damit kann ich jetzt über F3, habe ich das jetzt geschaltet, das rote Rücklicht schalten. Das habe ich ja nur auf eine Laterne gelegt, ne? Seht ihr hier. So, wenn ich einen Fahrtrichtungswechsel mache, also beim Fahrtrichtungswechsel ist natürlich dann hier weiß, ist auch klar. Das sieht auch ziemlich gut aus, das Licht. Ja, da ist beim Fahrtrichtungswechsel momentan noch nichts. Da muss ich mal gucken, ob ich da eventuell dann auch nochmal das weiße Licht drauflege. Weiß ich nicht so genau. Gut, fahren wir wieder vorwärts. Jetzt müsste mit F4 geht halt hier die Innenraumbeleuchtung oder Motorraumbeleuchtung. Ja. Mal machen. F5 ist jetzt Führerstand vorne, das heißt Führerstand 1. Ich denke mal, das werde ich noch ein bisschen runter dimmen, wenn das geht. Und dann F6 sollte dann.
Okay. Also Führerstand 2 funktioniert nicht, warum auch immer, keine Ahnung. So, Führerstand 2 funktioniert jetzt auch. Da war auf der Platine eine kalte Lötstelle, musste ich nochmal kurz nachlöten. Auf jeden Fall geht das jetzt auch, ne? Ja, das heißt, die Lichtfunktionen sind jetzt soweit gegeben. Ja, das ist nochmal, wie gesagt, Führerstand 1. Das ist immer noch ganz schön hell, könnte ich vielleicht doch noch ein bisschen runterdimmen. F4, der Motorraum. Ja, mal gucken, schaue ich gleich nochmal. So, ich habe also die Führerstände den Wert nochmal auf 7 eingestellt. Jetzt ist das nicht mehr ganz so grell. Ja, sieht das ganz gut aus. Ja, so gefällt mir das auf jeden Fall. Schon mal ganz in Ordnung. Ja, da habe ich gesagt, das Licht. Licht vorne zum Fahren ist natürlich auch dabei. Ja, das ist schon mal ganz in Ordnung. Das gefällt mir. Ja, wie gesagt, mit den Sound, das ist halt teilweise ein bisschen schwierig, dann kackt halt der Lokprogramm ab, ne? Da funktioniert mal ein Sound. Da ist dann so ein Pfeifen dran. Ja, und da geht's aus, ne? Also da kackt das Gerät ab, das schafft er nicht, ne? Warum auch immer, keine Ahnung. Ja, egal. Das soll's dann mit dem kleinen Testprogramm hier auf dem Prüfstand gewesen sein. Ja, jetzt muss ich auch mal gucken, dass die Bahn draußen mal so ein bisschen sauber mache, dass ich das Gerät dann auch mal im Garten fahren lasse. Ne? Ja, gut. Das soll es dann von der 2095 und ihrem Umbau gewesen sein. Danke euch nach wie vor fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Ich denke mal, da werde ich dann die S36 fertig machen. Ja, alles Gute. Ne? Bis dahin. Macht's gut. Ciao.